So, und damit schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 6. Wir befinden uns hier auf irgendeinem Schiff. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, warum wir... Wir verfolgen Ada, das weiß ich, und ich weiß, dass sie auf diesem Frachter ist. Mhm. Aber mehr kann ich euch jetzt leider auch nicht sagen. Das ist so alles, was die Story hergibt. Mutant. Ja. Ja, das ist so und so vierte Frachter, den wir in irgendeinem Resident Evil Spiel besichtigen. Das ist kein Novum, würde ich mal sagen. Ja, mindestens der dritte, oder? Müsste eigentlich. Gab's in Resident Evil 4 gab es einen? Nee. Ja, ich verwechsel das, glaube ich. Vielleicht ist es auch erst der zweite. Kann natürlich auch sein. Könnte auch erst der zweite sein, ne? Ja. Naja. Au! Ich hab beschossen. Verstanden! So. Von irgendwo wurden wir gerade beschossen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ja, ist auch nicht. Also mit den Frachtern lässt du ja auch keine Ruhe, gell? Das ist... Mich macht das gerade verrückt. Ich bin mir sicher, dass wir drei Frachter hatten. Aber mir fällt jetzt der zweite nicht ein. Code Veronica gab es keinen, oder? Nee. Also im Fünfer gab es sicher einen, das wissen wir, aber... Ja, klar. Bin mir jetzt selber nicht so sicher. Im Vierer gab es auf jeden Fall keinen. Nee, ich glaube, wir verwechseln es. Dann ich glaube, das waren nur zwei. Verdammte Mist. Ist das ein Helikopter oder wo kommt denn das Licht her, was uns die ganze Zeit hier verfolgt? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich sehe nichts. Das ist nicht, das ist nicht der Mondschein. Sicher nicht. Ich finde die Reflexion schon auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Das ist eine Lichttextur, die komplett außer Rand und Band geraten ist. Ja. Oh nein, Treppchenbildung bei Schatten. Nicht auf die Schatten schauen. Ah. Ah. Oh Gott. Ich betätige es einfach mal. HQ und Alpha, die Kämpfe in der Stadt weiten sich aus. Sie müssen Ada Wong sofort festnehmen. Verstanden. Sagen Sie den Jungs, sie sollen durchhalten. Hey. Hier, Toffi, du bist doch Ingenieur. Glaubst du, dass die noch in echter Technik, also auf echten Frachtern, solche Hebel betätigen? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist über solche Hebel getrieben. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Frachtern. Ich meine, ich studiere Bauingenieurwesen und keine Ahnung. Ja. Und, ich glaube, dass halt überhaupt nirgendwo mehr solche Hebel verwendet werden. Ja, außer vielleicht in so einem Mega-Bagger oder sowas. Ja, aber es macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, so große Hebel zu verwenden. Also zumindest nicht, um eine Brücke runterzufahren. Ja, Ist ja nicht so, dass du Platz und das ist unpraktisch das, und ja. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie größere Kraft oder größeres Moment erzeugen willst. Ja. Also. Soll das ein Witz sein? Alter! Wow. Ich glaube, wir sind nicht länger willkommen. Oh Gott. Ja, jetzt mutieren, klar, du Arschloch. So, aus der Bahn. Dass man den in der Mutation keinen Schaden machen könnte, aber der hat jetzt schon mal ordentlich was abgekriegt. Ja, irgendwie schon. Hä, wir sind jetzt auch wieder da, wo wir vorhin waren, mehr oder weniger. Ja, irgendwie. Wir haben nur die Brücke runtergefahren. Ah ja, klar, wir mussten die Brücke runterfahren, stimmt. Ja. Vorne rein kommen wir nicht, nee. Oh boy. Okay, wir müssen nach rechts. Nein, falsch. Mann. Was machst du denn da schon wieder? Ja, mich anschließen. Oh ja. Oh, hör auf, umzukippen. Oh nein, der Flieger kann sich ja drehen. Also logischerweise kann er sich drehen, aber. Na, jetzt ballert er eh nur auf mich. Jetzt ist alles gut. Mann, ohne Witz, ich raste gleich aus. Dieses scheiß Umkippen, das ist so ein Bullshit. Wow, was war das denn? Ach, eine Rakete, oder? Wow. Ich bin gerade schwer verwundet, aber ich glaube, du müsstest mich mal kurz retten. Naja. Ich glaube, das hat sich schon erledigt. Mann. Ja, ohne Witz, dieses Umkippen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil die kippen ja nicht direkt durch den Aufschlag von der Kugel um, also durch die Wucht von dem Aufschlag, sondern erst danach. Weil sie große Schmerzen haben, oder... Ich weiß nicht. Die Kämpfe in der Stadt weiten sich aus.
Sie müssen Ada Wong sofort festnehmen. Okay. Ist auch ein ganz doofes... Verstanden. Sagen Sie den Jungs, sie sollen durchhalten. Ist auch ein ganz doofes Feature. Dennoch ist es bei den doofen Feature meiner Meinung nach nur auf Platz 2. Auf Platz 1 ist immer noch Zombies, die an der anspringen. Das hat mich so wütend gemacht. Soll das ein Witz sein? Das sind für mich auf einem Niveau. Beide sind Ich glaube, wir sind nervig. Nicht länger willkommen. Nee, das eine hat mich wirklich verrückt gemacht. Das ist hier genau. Oh, Alter. Weg da. Ach, kann man den Piloten rausschießen? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, vielleicht. Überlegt. Meinst du, das geht? Ja, ich glaube schon. Ja. Cool. Aber man kann hier auch die Typen voll gut treffen, weil die treffen hier halt durch diese ganzen Kisten nicht durch. Ach so, ja, stimmt. Also man selber kann schon durchziehen, nur die nicht. Also die sind halt zu blöd dafür, das ist halt das Problem. Ah, oh, da kommt ein Mutant angerannt. Hier, vielleicht rennt er vorbei. Nee, der ist schon hier drin. Da! Alter, das ist ja die schlimmste Form von allen. Ja. Der hat ja alle... Hätte nur noch gefehlt, dass der andere Arm noch so ein Schutzschild ist. Ah, ja toll! Du bleibst. Ey. Ich hasse es, wenn man so Animationen nicht abbrechen kann. Das ist jetzt zum Beispiel so. Da musste ich gerade nachladen und prompt werde ich natürlich von so einem Typen. Ja. Und Unterhand, Seite, Kinn, alles in die Fresse bekommen. So. Hältst du dir jetzt die Hüfte, Chris? Was hat das denn jetzt? Weil du zu viel Nahkampfangriffe machst. Ja, der Seitenstechen hat. Zu viel gesprochen beim Rennen. Ja, nee, ist so, wenn du zu viel Nahkampfangriffe machst, dann hält er sich auch mal die Hüfte. Ah, okay. Das ist ja der Sinn der Sache, damit man nicht unendlich Nahkampf benutzen kann. Es sah so aus, als ob er irgendwie angeschlagen wäre, aber ich hab halt noch 5 Health Bars. Das ist ein Simulant. Ja, wirklich. Will nur das Schmerzmittel abziehen. Was man hier übrigens, das kleines Trivia, in England auch sehr gut machen kann, nachdem ich mit meinem Magenproblem letztes hier als Schmerzmittel kaufen musste, so eine 30er Packung Paracetamol kostet dir einfach mal 90 Pence, also unter einen Pfund. Was? Ja. Und du kriegst dann in jeder Tankstelle. Also nicht nur Tankstellen, in jedem Laden kannst du es kaufen. Auch Ibuprofen oder sowas, überall. Ja, das ist natürlich schon sau praktisch. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt. Man tendiert halt dazu, also sich ständig Schmerzmittel reinzugreifen. Ja, ich glaube, dass so ein, wenn du das nur in der Apotheke kriegst, ich meine, da kannst du es auch immer holen, so ist es nicht, aber das verleitet dann doch mal, glaube ich, die Leute dazu, ein bisschen nachzudenken. Ja. Ist ja und vor allem nicht so saubillig solche Megapackung. Ja. Wenn ich glaube, kann sein, dass ich mich da jetzt täusche, aber ich glaube, wenn man Schmerzmittel echt zu regelmäßig einwirft, dann kann man so chronische Schmerzen wirklich entwickeln. Das einfach, ja, du kriegst auch, ich meine, das ist ja langfristig, Achtung, Brandgranate, das ist ja langfristig, kannst du ja auch sonstige Schäden holen. Ich meine, also viele von den Medizinen, das baut ja irgendwann die Nieren bauen das halt irgendwann gar nicht mehr ab. Ja. Und dann hast du mehr Schaden als davor. Ist ja auch nicht, da steht ja auch immer drauf, dass man es nur 4 Tage oder so nutzen soll. So. Warte, ich hau nochmal eine normale Granate rein. Ja. Ja, danke. So. Da, wo ist ein Akku vom Messer? Ich finde, man macht viel zu wenig. Oh, das ist so ein großer. Ach. Oh, fuck. Das ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Ja, vielen Dank für die. Also, Quickturn ist auch so verbuggt, ey. Okay, vorne habe ich ihn schon was runtergeschossen. Müssen halt jetzt da treffen. Oder warte, geh weg. Oh Gott, ja. Ich kann nicht. Ja, das war praktisch. Ja, wie gesagt, ihr hört es, liebe Zuschauer, bitte nicht so viele Schmerzmittel nehmen. Mhm. Sei denn, etwas wirklich Schlimmes. Ja. Ich heile mich mal. Mhm. Das ist auch... okay. Vielen Dank. Jo.
so. Dieses Level Recycling hier ist ja schon absurd. Mhm. Schon die Hälfte hier von der Chris-Kampagne in diesem großen Hangar spielt. Ja, dass das Spiel viel zu lang ist, ich glaube, da muss man gar nicht drüber reden. Ja. Und vor allem schon vor allem irgendwie, aber ich finde, es gab auch bisher nicht so viele Längen, also die jetzt wirklich. Ja, aber weil die einem überall so Höhepunkte reinbasteln, die meiner Meinung nach keine Höhepunkte sind, weil die immer kommen. Hm. Fühlen Sie schon, wie es sich in Ihrem Körper ausbreitet? Ich gebe Ihnen genau das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Zuerst werden Sie Angst haben. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Ein Tripper? Was? Sie und jeder andere auf dem Planeten. Sie und Ihre Familie haben die Welt zwar zu dem gemacht, was sie heute ist. Aber ab morgen wird sich alles vollkommen ändern. Okay. Okay, ja. Geht's auch noch ein bisschen konkreter? Ja, sie hat. Ach, ich weiß es nicht. Ach, ich verstehe nicht. Ja, gut, also, ja, doch, man hat erfahren, dass sie halt irgendwas von Simmons angehängt bekommen hat. Nee, andersrum. Sie hat das Simmons infiziert. Hatte ich doch gerade gesagt. Sie hat doch jetzt gerade gesagt, jetzt gebe ich Ihnen das, was Sie mir. Ach so, meinst du es? Ja, stimmt, klar. Ja, aber wir wissen ja schon, dass sie irgendwie. Also, ich glaube eh nicht, dass es die echte Ada ist, sondern irgendwie so Kopie-Ada. Weil wir haben das ja mal in dieser Zwischensequenz gesehen, wo sie irgendwie auch aus so einem Ding rausgeschlüpft ist. Stimmt, ja. Wo war das denn? In der Leon ganz am Anfang in der Kathedrale. Ja, es würde zumindest, ja, wäre plausibler irgendwie. Das macht doch Sinn, weil die stirbt ja auch wirklich andauernd in den ganzen Spielen. Also beziehungsweise andauernd in Resident Evil 2 zumindest. Und die schaut auch anders aus. Das ist ja auch ein anderes Outfit. Ja. Ja, siehst du das mal. Das ist eine ganz andere Ada, ja. Ja. Ich hab die Story jetzt schon den ganzen Story-Twist, der in 20 Stunden erst kommt, habe ich jetzt schon rausgefunden. Und jetzt spoilere ich euch noch andere Sachen, die ihr lieb gewonnen habt. Igittigit, da ist er. Was ist denn das hier? Ist das hier? Schauen gleich viel schlimmer aus mit den leuchtenden Augen als Spinne. Mhm. So. Oh. Und das muss ausgerechnet mir passieren. Das ist auch so. Weißt du, das ist, wenn Leute sagen, Spinnen, die machen nichts. Die springen dann doch einem irgendwann ins Gesicht. Und nehmen Geiseln. Ja. Ey. Nein, ich hab vorbeigeschossen. Oh nein, das war mein letzter Schuss. So, jetzt habe ich ja bald gar nicht mehr so viel Munition. Ich habe nur für Sniper Munition, aber dafür unendlich. Und Granatwerfer, aber die möchte ich jetzt alle hier nicht einsetzen. Ja, ich habe vor allem Brandgranaten, nee, Säuregeschosse bekommen irgendwann. Mal. Okay, habe ich noch nicht bekommen. Säuregeschosse, kann man da wechseln zwischen denen? Ja, wenn du zielst. Ah, jetzt sehe ich sie, ja, du hast recht. Ja, cool. Ja, toll, jetzt soll ja auch keiner. Sag mal, welche habe ich denn jetzt? Das sind die normalen, okay. Kannst du besser eigentlich wegwerfen? Nee. Aber Waffen kann man eh nicht wegwerfen, glaube ich. Nee. Ja, die nehmen ja auch nichts weg. Ja, komm, eine Granate kann man weg hier. Was denn? Brauchen wir alles nicht. Kinderwagen, raus damit. Ja, Munition ist gerade wichtiger. Alter, was machst du denn da? Ich bin da, Alter. Boah, das sah gerade super creepy aus. Hä? Ich wechsle die Seite mit dem. Ach
Achso, Alter. Das ist so ein Neon, hier Matrix Neo-Move. Ja. Hey, wie wechselst du die Seite? Wie hast du das gemacht? Linker, rechter Stick drücken, ja. Dann wechselst du halt, ob er links oder rechtshändig spielt. Hat mir tatsächlich ein paar Mal was gebracht, oder? Ah, okay. Ah, was ist denn mit dem Ding los? Au! 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 So, das ist tatsächlich ein Gegner. Au, au, au. Wow. Das ist voll der Übel. Das ist voll im Beast-Mode. Geh da mal weg. Das ist total gefährlich. Meine Herren. Hey, jetzt ist zumindest ein grünes Kraut bei mir. Ich bin voll jetzt, okay? Auch zum ersten Mal. Was schmeißen wir weg? Ich glaube, jetzt sind die Blendgranaten bei mir auch mal drin. Oh, erstmal eine heiße Dusche. Oh ja. Warte, okay. Ich komme auch mal runter. Oh Gott. Nee, lieber. Aha. Halt! Hä, warum kann ich dich aufnehmen? Ich hab dich doch gerade weggeworfen. Hä? Nee, doch nicht, oder was? Ah, okay. Sorry. Ja, jetzt warte mal kurz. Ich muss hier noch mischen und alles. Nee, muss ich nicht. Lass mal. So. Die sind easy. Oh nein, ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Du Angeber. Ja, jetzt ist aber mal gut. Ich habe halt auch keine Munition mehr. Und die sind aber echt eklig. Sie sind eine aufgerollte Made irgendwie. Mm. Wie Bear Grylls. Der wird sie essen. Ich finde diese Synthesizer-Sounds von der Musik, die gerade läuft, echt cool. Oh ja. Die kommt immer nur so stellenweise. Ich weiß, was du meinst. Das ist nicht schlecht. Ich habe sie bei mir sehr stark runtergedreht, muss ich dazu sagen, weil ich sonst den wahnsinnig tollen Kommentar von Toffi nicht höre. Ja, danke. Ja, ist eigentlich eine Zumutung. Ja, danke gleichfalls. Deswegen habe ich die Musik extra laut gedreht. Volle Lautstärke. Oh. Oh, nein, shit. Oh. Noch kurz heilen. Ah, hier liegt noch Munition. Schießstand. Ah, okay. Was mag in diesem Koffer sein? 2000 Fähigkeitspunkte, so. Oh. Oh ja, ich beschwere mich. In der letzten Kampagne werden wir wahrscheinlich immer einfach so OP wahrscheinlich. Nee, glaube ich nicht. Du hast ja gesehen, wie schweineteuer der Scheiß ist. Ja. Aber ich. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt die echte Ada ist. Beziehungsweise, dass. Die schaut so. Von den Klamotten her aus wie die echte, zumindest. Ja. Aber haben wir die mit dem roten Outfit, haben wir die hier schon mal irgendwo gesehen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oder haben wir es immer nur mit der anderen zu tun gehabt? Ne, mit dem roten Outfit haben wir jetzt kürzlich nicht zu tun gehabt. Also ich weiß nicht, ob wir ganz am Anfang vielleicht von Leon-Kampagne der mal über den Weg gelaufen sind, aber meines Wissens sein, nicht. So. Mehr Karten gespielt. Mau Mau. Bitch. Bitch, ich meine Bridge. Ah! Oh, okay, das war krass. Da habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Hey, er auch nicht. Okay. Ah, ja, nein, du Schweinehund. Okay, das sind viel zu viele. Gott, geht nicht drauf. Okay. Danke. Ja, das brauchte ich auch selber, weil ich gerade zu viel Schaden genommen habe. Die Animation hat mir auch gerade selber das Leben gerettet. Okay. Ja, ich heile mich einmal groß gleich, warte mal. Oh nein! Ah. Okay. Ne, ich heil mich doch nicht. Ja, schön, dass sie. Kann ich jetzt wieder selbst steuern, danke.
Ich muss jetzt eben kurz mal schauen, was ich jetzt wegschmeiße für das grüne Kraut hier, weil sonst... Ah, hat sich schon von selbst erledigt. Kombiniere ich es mal mit dem anderen grünen und habe 3, yay. Okay. Ein Dropjes nehme ich noch, kommst du mal her? So. Ah ja, okay. Sind wir beide wieder im grünen Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, okay, gut zu wissen, 3 grüne ergeben genauso viel Drops wie ein grünes und ein rotes. Okay. Interessant. Und dafür hast du jetzt alle deine grünen verschwendet. Es kommt wahrscheinlich in einen Raum mit 3 roten. Ja. Okay, hier ist nix. Hier links vielleicht. Ah, da steht ja einer, aber der macht nix. Oh, ja. Na, dafür breche ich dem auch das Genick, ja. Was tut denn nach da? Da stand einfach einer, der hat einfach gar nicht reagiert. Okay. Viel Munition. Da wollte einfach keinen Ärger haben. Kommst du ja ein bisschen das Genick. Ja, so geht das hier auf der Straße halt zu. Ich hab hier Street Creds zu verlieren, weißt du, wenn ich sowas nicht mache. Ich lade es mal kurz nach. Okay. Ich warte noch ein bisschen. Mach meine Übung. Oh, ist das angenehm. Okay. Genug gedehnt. Ja, hätte ich mich jetzt nicht gedehnt, dann hätte ich mir echt was reißen können bei der Aktion hier. Eieiei. Eieiei. Ich glaube, es stand in der Stellenausschreibung, brauchen Spinnenmutant. Ja, ziemlich sicher sogar. Mindestens 8 Beine. Ja, das ist kein Arachnid. So. Anstatt immer so blöd zu gucken, wenn die irgendwo hingeht, kann man auch einfach mal schnell hinlaufen, weißt du, dann wird sich das Problem halt von selbst erledigen. Oh nein! Ja. So. Ja, warten wir wieder, bis die Wespe da ist. Also beziehungsweise wir müssen die ja beballern, bis sie, glaube ich, auftaucht. Oh Gott, ich hänge irgendwo fest. Noch allergisch. Gott. Bist du ernsthaft allergisch? Nee. Okay. Hey. So, jetzt. Gar... Na toll. Das geht ja doch so. Es gibt gleich 2500 Punkte. Ja. Wenn der Kerl mal aufhören würde, sich so seine edelsten Teile praktisch so in einem Batzen zusammenzulegen, vielleicht wird er dann auch mal länger überleben. Ja. Das ist unglaublich. Verdammt, sie spielen mit uns! Ja, aber das ist die andere Ada, aber die hat auch so einen Haken. Ich glaube, der ist einfach in ihr reingewachsen, der ist auch mit rausmutiert. Ja. Irgendwie hat die einen Haken. Ja. Also. An der Ada ist immer so ein Haken an der Sache. So. Sie ist doch überall Strom. Es kann mir niemand sagen, dass man die Tür nicht anders aufkriegt. Ah. Okay, warten wir erstmal ab, was da passiert. Also, okay. Also bei dem warte ich nicht ab. Nein, jetzt hat er 2. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh, der war cool, der Move. Ja, aber hinter dir. Achtung, der ist noch da. So übel. So, jetzt habe ich ihn. Geht doch gleich wieder alles hoch. Ich weiß es doch jetzt schon. Ah, da ist noch einer. Jetzt ja, kommen jetzt auch wieder welche rein. Oh nee. Schön weggegrätscht. Ne. So. Jetzt haben wir ganz schön viel Granaten hier eingesammelt. Also Granatgeschosse für den Werfer.
Habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ach, ich klick, 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 alles aufgenommen. So ähnlich wie bei Bioshock. Ich habe noch nie in einem Bioshock wirklich gesehen, was ich aufgenommen habe, weil da immer so viele Sachen zu finden sind. Okay. Du schieß mal alle ab, während ich das hier mache, gell? Ja. Boah, wie so eine Spinne. Oh nee. Oh nein, eine bewacht den Ausgang. Ja, hier sind ja wirklich viele Granaten. Naja. Ja, ich hau mal ab. Machst du schon gut alleine. Kannst auch einfach die Leiter raufklettern, gell? Na, ich will die jetzt fertig machen. Okay, komm ich wieder. Okay, ich brauch deine Hilfe. Ja, ich bin ja. Ich komm hier gar nicht zurecht. Die lassen mich nicht aufstehen, das ist voll übel. Ja, das hast du davon, wirklich. Noch einfach hochgehen können. Das ist so eine Munitionsverschwendung. Warte. Naja, super. Das hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Die haben vielleicht ja nie was Cooles gedroppt, aber. Die haben ja gar nichts gedroppt. Die haben alle nichts gedroppt. Doch hier, Ja. Sniper-Munition, naja. Da habe ich aber lieber Health als Sniper-Munition. Sagt das noch was zum Aufmachen? Ja, Fähigkeitspunkte. Hast du ihn mitgenommen? Oh. Ja. Warte. Ach ja. Gibt's hier keinen Fahrstuhl? Also, kann... Ja. Also wir sind schon Fahrstuhl gefahren, aber ich verstehe nicht, warum der nicht durchs ganze Schiff geht. Oh, grünes Kraut. Ja, komm, Blendgranate. Fällt hier schon lange nicht mehr, oder? Nee. Ada! Sie kriegen wohl nie genug, was? Ihre gesamte Einheit ausgelöscht. Schon wieder. Bei so einer Bilanz möchte ich ganz bestimmt nicht zu Ihrem Team gehören, Chris. Ignorieren Sie sie, Captain. Aber eigentlich sollte ich dankbar sein, wo Ihre Männer doch so hervorragende Versuchskaninchen abgegeben haben. Seit damals in Edonia wollte ich sie erledigen. Aber hier geht's nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit. Das war's, Ada. Ja, genau, das stimmt. Der Raketenstart vom Flugzeugträger steht bevor. Raketen? Die Straßen voll mit Toten. Déjà-vu, Jungs. Raccoon die Zweite. Aber diesmal... Nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt. Du hast mich erwischt. Hut ab. Doch jetzt gibt's kein Zurück mehr. Was zur Hölle? Sieht wie ein anderer Strang aus. Und zwei fehlen. Nehmen Sie, was übrig ist. Wir bringen es zur Analyse ins HQ. Hier ist Alpha Leader. Brauche Bericht zu verlorenen Schiffen sofort. Die Stadt ist gefährdet und wir haben keinen Kontakt zu lokalen Einheiten. Wir brauchen Zeit. Die haben wir nicht. Der Terrorangriff war nur eine Ablenkung. Der echte Angriff verbreitet den Virus weltweit. Was nun? In den hinteren Hangar. Dort müssen ein paar Flugzeuge stehen. Ja, Sir.
Team, hier HQ. Wir bestätigen, dass One die Wahrheit gesagt hat. Ein bewaffneter Flugzeugträger befindet sich im offenen Wasser, nicht weit von Ihnen. Das Satellitenbild zeigt an, dass Sie vorhaben, Raketen aus Festland zu schießen. Sie müssen sie davon abhalten, auch nur eine einzige davon abzuschießen. Verstanden, HQ. Lift rein, Ladesequenz. Es kommt wieder eine Zwischensequenz. Dead Game. Oder auch nicht, okay. Schnell. Wisst ihr was? Ja, Sir. So eilig haben wir es gar nicht, sondern wir machen jetzt ein kleines Päuschen und sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Genau. Ciao, ciao.